Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist Boden und Ständig. Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Moin Johannes, alles klar? Ja, moin Carina. An diesem schönen sonnigen Dienstag heute mal. Wir machen ja heute die Aufnahme tatsächlich mal wirklich 2 Tage vor Veröffentlichung. Und ich bin heute nicht alleine tatsächlich, sondern ich habe auch noch jemanden mitgebracht von Lemken, und zwar den Tobias. Hallo Tobias. Hallo ihr beiden. Morgen, ja. Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ich da auch mal mitwirken kann bei so einer Veranstaltung. Veranstaltung. Also ja, und endlich auch mal wieder ein Gast, ne, Johannes? Ja, ich hatte das ja angekündigt, dass wir eigentlich mal abwechselnd machen. Dann habe ich ja prompt in der Folge danach, haben wir natürlich nicht mehr abwechselnd gemacht. Aber jetzt habe ich mir nicht nehmen lassen, mal wieder einen Gast mitzubringen. Ja, ich würde, Tobias, dich stelle ich mal kurz vor. Du wirst dich nachher natürlich auch noch selber vorstellen. Ja, Tobias, der ist Tobias Donatz, um genauer zu sein, ist unser Leiter der Validierung. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, Tobias, was man denn als Leiter der Validierung so macht. Und dann denke ich, kommen die eine oder andere Frage wird ja dann kommen zu deinem Werdegang und was ihr so macht. Und wir würden dann einfach dazwischen grätschen, wenn wir eine Frage haben, Tobias, okay? Ja, mach das gerne, kein Problem. Ich fange einfach mal an. Ja. Um ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass ich das erste Mal, wo ich das Wort Validierung gehört habe, ist ja jetzt ein paar Jahre her, da musste ich tatsächlich mal googeln, was das denn wirklich bedeutet. Ich habe auch zu Johannes gesagt, was ist denn bitte ein Leiter der Validierung, was macht er bei Lemken? Aber ja, Johannes genau. Hat gesagt, das kannst du ihn dann selber fragen. Ganz genau, das erkläre ich jetzt auch mal. Also, ich fange vielleicht nochmal an. Mein Name ist Tobias Donatz, ich bin 46 Jahre alt, ich bin knapp 21 Jahre bei der Firma Lemken. Ich komme aus der Landwirtschaft. Wir betreiben zu Hause auch noch ein bisschen Landwirtschaft, eher im Hobbybereich. Ich habe Gärtner gelernt, damals an Ermangelung an Alternativen. Ich wollte Landmaschinenmechaniker werden, aber da hat gerade der Landmaschinenhändler bei uns im Dorf dicht gemacht. Und dann habe ich eine Ausbildungsstelle auf einer Krankenhausgärtnerei gefunden, wo wir Gemüse für das Krankenhaus produziert haben. Also war schon immer relativ landwirtschaftlich. Ich habe danach aber gemerkt, nach Abschluss, dass ich doch der Technik noch zugewandter bin und habe dann erst mein Fachabitur gemacht. Dann habe ich Zivildienst geleistet, auch auf dem Bauernhof mit behinderten Menschen. Und danach habe ich in Köln Landmaschinentechnik studiert. Und dann habe ich schon mein Praxissemester hier bei Lemken gemacht und habe meine Abschlussarbeit geschrieben. Und seit 2002 bin ich dann offiziell hier, war ganz lange im Kundendienst. Und seit 2016 eben Leiter dieser Abteilung Validierung. Die ist nämlich dann auch 2016 entstanden. Vorher war es klassisch die Versuchsabteilung. Ich glaube, da kann man sich etwas mehr drunter vorstellen. Wie hieß das nochmal? Erprobung und Versuch hieß das doch, oder? Früher hieß nur Versuch. Und dann gab es mal eine Erprobung dabei, genau. Und hat man, der ist einfach aufgrund, dass wir doch so stark gewachsen sind, war es früher klassisch so, dass ein Konstrukteur mehr oder weniger einen Mechaniker hatte und der hat dann in Abstimmung mit ihm die Geräte draußen im Feld probiert oder hier auch erstmal in der Halle. Und das ist auch für ein Unternehmen der damaligen Größe sehr typisch und normal. Aber irgendwann sind wir so groß geworden, dass wir gesagt haben, man muss doch da eine Abteilung rausmachen. Mhm. Und heute sieht die Abteilung wie folgt aus. Wir haben mehrere Gruppen. Angefangen, bevor wir überhaupt irgendwas in Stahl und Eisen aufbauen, ist das mit der Simulation, die wir heute haben. Da haben wir viele Leute beschäftigt. Da simulieren wir Dinge, vor allen Dingen Strukturanalysen, das heißt Festigkeitsberechnung. Also wir können Geräte virtuell aufbauen und können dann sehen, wo die Belastungs-Hotspots zum Beispiel sind, also wo ein Gerät kaputt gehen könnte. Das können wir schon vorher machen. Das ist ein ganz großer Teil der Simulation. Aber wir haben heute auch schon andere Möglichkeiten, zum Beispiel Luft-Saatgut-Gemische zu simulieren. Das ist nämlich sehr interessant bei Drillmaschinen, gerade weil wir so viele Varianten haben. Also wir haben ja verschiedene Reihenabstände, wir haben verschiedene Arbeitsbreiten, verschieden lange Förderwege und mittlerweile auch ja Dünger, die wir fördern müssen in Kombination mit Saatgut oder auch Single- oder Double-Shot-Verfahren. Und da hilft uns die Simulation schon sehr, sehr weiter, dass wir denn dort schon Dinge
ich sag mal, im Vorhinein simulieren können, die wir dann immer noch aufbauen und testen müssen, aber wir können die Anzahl dieser Prototypen schon erheblich minimieren. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Riesenvorteil, weil ich so mitkriege, weil man halt nicht mehr so viele Varianten aufbauen muss und vor allen Dingen auch abtesten muss in der Praxis durch, gerade bei Saatgut. Weiß ich ja, ich habe ja mal Praktikum bei euch gemacht. Dann steht man da an so einer Maschine. Ich weiß doch damals, die Solitär 12 wurde dann nochmal irgendwie getestet, gerade als wir diese Düngevariante dann, die Düngen- und Drillen-Variante da gemacht haben. Da musste das auch getestet werden. Dann steht man da vor so einer 12-Meter-Maschine und dann wird das da reingekippt. Und da muss man immer messen, jede einzelne Reihe. Und das sind ja dann 96, glaube ich sogar, ne? 96 genau. Reihen. Und dann muss jede Reihe gemessen, in der Excel-Tabelle eingetragen, wenn man dadurch schon was sparen kann. Ne, da, ich weiß gar nicht, 2015 war ich da, aber ob dann schon die Simulationsabteilung gab, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Die gab es schon, aber da gab es sie wirklich in der Hauptsache, ja. Der FEM nennt man das, also in der Festigkeitsrechnung. War schon immer, gibt schon seit 15 Jahren bei Lemken, aber früher haben die Konstrukteure das selber gemacht mit eigenen Softwareprogrammen und als es immer größer geworden ist, hat man halt eine eigene Gruppe dafür kreiert. Ja. Und deswegen, du sagst das gerade schon, Bei Saatgut spielt es wirklich eine große Rolle, weil ich habe ja nicht nur die verschiedenen Abgänge oder 96 Reihen, sagst du, bei der Solitär 12 zum Beispiel, ich habe ja unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten, ich habe unterschiedliche Luftgeschwindigkeiten, die ich nehmen kann. Das Saatgut fliegt verschieden, ob ich einen Raps habe oder ob ich eine Erbse habe oder eine Bohne, die ich irgendwann durch das ganze Luftverteilsystem bringen muss. Also da hilft es schon wirklich weiter. Aber nichtsdestotrotz müssen wir nachher die Ergebnisse aus der Simulation nochmal ausprobieren, aber die Varianten sind doch wesentlich geringer und wir können unsere Versuchsaufbauten absolut minimieren dadurch. Mhm. Also vielleicht nochmal fürs Verständnis, also es ist ja so, diese Abteilung guckt dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt einen groben Rahmen hat, sozusagen, wo kneift es eventuell, wo treten besonders hohe Kräfte auf, und dann ist es ja so, dass ihr diese Daten ja nutzt, glaube ich, um das auch in der, ja, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, dann nach dem Feldeinsatz auch wirklich abzuprüfen, ob da wirklich die Schwachstelle so berechnet, oder? Ganz genau. Und ja. die Berechnung, ich sag mal, die lebt natürlich von den Aufnahmen der Lastkollektive, so nennen wir das. Also welche Belastung hat das Gerät draußen wirklich im Acker? Weil ich kann natürlich Belastung annehmen aus guter fachlicher Praxis, aber wir versuchen natürlich Messwerte aufzunehmen. Also welche Belastung tritt wo auf? Im Grober zum Beispiel, an welchem Zinken kommen am meisten Last an, was haben die Walzen an Lasten und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich sehr, sehr viel messen draußen, um die Simulation füttern zu können. Und da werden wir natürlich auch immer schlauer, je mehr Messungen wir denn machen. Also für mich nochmal zum Verständnis, weil das hat jetzt erst sehr theoretisch geklungen. Also der Prototyp steht schon und ihr testet aber nicht nur drinnen, sage ich jetzt mal, sondern auch das, was draußen wirklich auf dem Acker stattfindet, fließt da auch mit ein. Auf jeden Fall. Ja. Das sind aber auch Erfahrungswerte einfach, wenn wir jetzt sagen, wir machen zum Beispiel einen neuen Grober, wie wir es jetzt zum Beispiel mit dem Karat 10 gemacht haben, kennen wir die Erfahrungswerte eines Grobers, welche Belastungen da vorkommen. Einfach ist bei uns immer die Zugkraft, die lässt sich sogar relativ einfach errechnen, nämlich welche Motorleistung der Schlepper hat und wie schwer der Schlepper ist. Dadurch komme ich auf einen Wert, wie viel denn die tatsächliche Zugkraft ist. Das Interessante ist dann nur, wie verteilt sich die Zugkraft im Gerät? Also wie viel nehmen die Walzen auf, wie viel nehmen die Zinken auf, die Einnehmungswerkzeuge eventuell. Und da haben wir Erfahrungswerte und können natürlich mit dem Vorgängermodell schon anfangen zu rechnen. Aber letztendlich müssen wir im Acker dann nochmal messen, wenn wir uns da irgendwo unsicher sind. Mhm. Weil das ist ja auch jetzt, du hast ja jetzt nur einen ganz kleinen Teil jetzt erstmal gesehen. Jetzt kommt ja noch der ganze Bereich, der eigentlich mit der Praxis zu tun hat, Tobias. Das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Das ist genau. Deswegen mache ich vielleicht mal weiter. Also wie gesagt, 4 Leute in der Simulation mittlerweile, Tendenz steigend mit Sicherheit. Aber jetzt kommen wir nämlich zu der größten Gruppe und das sind die Musterbauer. So, und die bauen tatsächlich unsere Funktionsmuster und Prototypen auf. Wir haben eine Reihenfolge bei Lemken, also es fängt an mit einem Funktionsmuster. Das sind oft auch nur Komponenten in Geräten, zum Beispiel jetzt ein Flexbug am Flug wäre eine Komponente. Dann kommen die Prototypen, wo man wirklich eine ganze Maschine mit aufbaut. Und dann kommt die Vorserie. Die Vorserie wird aber schon in der Regel im Werk gebaut, dass dort auch die ganzen Abläufe schon, eingeübt werden können. Wenn dann irgendwann die Nullserie kommt, dass dann dort die Zusammenhänge klar sind, wie wird was zusammengebaut, welche Werkzeuge brauche ich, welche Hilfsmittel und so weiter und so fort. Und die betreuen wir dann auch noch. Also unser Ressort sind Funktionsmuster, Prototypen und die Vorserie, die wir dann auch betreuen. Und betreuen heißt ja dann, jetzt dann kommt ja, glaube ich, wieder die nächste Abteilung bei dir ins Spiel. Genau. Heißt ja, ihr sucht ja auch die ganzen Kunden aus, die die verschiedenen Bedingungen weltweit abbilden und fahrt dann auch dahin, setzt die Maschinen ein und begleitet das Ganze, oder? Richtig, dann kommen wir nämlich zur nächsten Gruppe. Und das ist der zentrale Punkt der Validierung. Das ist die Absicherungsplanung, so nennen wir das. Da sitzen unsere Versuchsingenieure,
Und die Versuchsingenieure, ich sag mal ganz vereinfacht, sorgen dafür, dass ein Produkt dann so wie ist, wie man sich's mal gedacht hat. Also wir machen sogenannte Validierungspläne. Wir schauen, wie können wir denn das Gerät möglichst abtesten in dem Zeitraum, bis es zur Serie kommt. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also Simulation ist eine Sache, die haben wir schon genannt. Aber wir haben auch Prüfstände, wo wir, ich sag mal, die Lebensdauer eines Gerätes in sehr verkürzter Zeit darstellen können. Wir müssen aber natürlich raus in die Praxis. Wir müssen auch zu den Leuten hin. Wir müssen Einsatzerfahrung sammeln in Funktion. Also wie funktioniert das Gerät tatsächlich in verschiedenen Bodenbedingungen? Und wie hält es im Endeffekt? Ne? Dass man sagt, dass das Gerät ja irgendwann auch haltbar ist, so wie man sich das gedacht hat. Und das macht die Absicherungsplanung. Da sind die Versuchsingenieure, die sich dann mit dem Validierungsplan beschäftigen und die sagen genau, wann welches Gerät wohin muss, wie lange es laufen muss und welche Einsatzbedingungen es sehen sollte. Und weil du es gerade gesagt hast, Johannes, weltweit, das heißt dann von Alpen in die Welt, testet ihr das dann auch auf zu unterschiedlichsten Bedingungen weltweit oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Genau, so ist das. Also wir testen natürlich viel in Zentraleuropa, würde ich es mal nennen, weil es einfach von der Entfernung gut erreichbar ist. Wir haben aber auch genauso Testbetriebe in Übersee bis hin zu nach Neuseeland oder Südafrika, weil da haben wir nämlich den Vorteil, dass wir genau ein halbes Jahr versetzt sind von den Jahreszeiten her. Und gerade wenn man jetzt in Richtung Azurit denkt, also Einzelkornsaat, haben wir ja ein kurzes Zeitfenster hier in ganz Europa. Das fängt ja irgendwann im April an und ist aber auch Mitte Mai schon wieder zu Ende. Mhm. Und wenn wir dann nicht rechtzeitig mit dem Testen sind oder die Projekte einfach noch nicht so weit sind, würden wir theoretisch ein ganzes Jahr verlieren. Und deswegen gehen wir auf die Südhalbkugel, also zum Beispiel Richtung Neuseeland. Da ist nämlich das Schöne, dass da relativ europäische Bedingungen herrschen. Also einmal von den Flächenstrukturen sind nicht so riesige Betriebe, als auch von den Bodenbedingungen, die wir dort haben. Und auch die ganze Schleppertechnik ist da sehr, der Technik ist sehr europäisch dort. Ja, und zudem kommt ja noch hinzu, dann sag ich mal, international ist ja auch so, dass wir ja zum Beispiel jetzt den Rubin 12 größer 7 Meter, den verkaufen wir natürlich nicht in Europa, sondern in Übersee. Der muss natürlich auch dann in den Bedingungen da getestet werden. Ne? Genau, also, ganz klar, zum einen, weil der Markt dort ist, wir müssen natürlich in die Marktbedingungen reingehen. Zum anderen aber auch mit einer Transportbreite von 4,50 Meter tun wir uns Europa sehr schwer, über die Straße zu fahren. Also wir müssen das Gerät dann demontieren, wenn wir vom einen zum Acker wollen, zum einen Acker zum anderen wollen. Und deshalb müssen wir allein deswegen schon in die Märkte, wo man auch mit so einem Gerät auf der Straße fahren darf. Und das ist ja quasi, und dann habt ihr ja noch den Bereich, der quasi mit der Absicherungsplanung zusammen dann auch diese Absicherungsplanung durchführt, oder? Genau, also das ist die Gruppe Versuch und Test. Und da sitzen dann tatsächlich die Leute, die mit den Geräten unterwegs sind. Also angefangen von den ersten Funktionstests hier in der Halle, wenn das Gerät vom Musterbau fertiggestellt worden ist, zum Beispiel mit einer Betriebnahme, dass man weiß, wie das Gerät funktioniert. Aber dann hauptsächlich wirklich draußen auf dem Acker beim Endkunden, beim Testkunden dort die Geräte in den Einsatz zu bringen und auch zu betreuen und vor allem zu dokumentieren. Was passiert in der Zeit? Wie verhalten sich die Geräte? Wie ist die Arbeitsqualität und so weiter und so fort? Wie kommt ihr eigentlich an die Testkunden? Also kommt der Kunde zu euch oder ihr zum Kunden? Also dass ihr die perfekten Bedingungen auch habt. Ich frage für einen Freund. Das ist eine ganz interessante Frage. Und zwar hat sich da auch viel verändert in der letzten Zeit. Also wenn ich natürlich jemanden frage, einen Landwirten, möchtest du Geräte für uns testen? Dann schreit er in der Regel hier mit ein bisschen im Hinterkopf, ich kann ja umsonst ein Gerät bekommen. So ist es, aber das hat sich wirklich gewandelt, weil wir haben auch jede Menge Anforderungen an den Testkunden. Also das Wichtigste ist für uns, dass wir ja Feedback bekommen, der muss Berichte schreiben, der muss uns Bescheid sagen, wenn was irgendwann aus dem Ruder läuft, wenn er sagt, das funktioniert nicht so oder es ist etwas kaputt gegangen oder wie auch immer, dann erwarten wir Feedback und dann stehen wir immer im direkten Draht zu ihm. Und das heißt auch mal wirklich mal einen Bericht ausfüllen, auch täglich, je nachdem, welche Einsatzbedingungen ich gerade habe, wie lange die Geräte unterwegs sind, das direkt nach Alpen zu melden, dann Gewehr bei Fuß zu stehen, wenn irgendwas repariert werden muss, wenn wir dort vor Ort sind und das Gerät uns anschauen wollen, wenn wir unsere Tests machen, wir haben im Validierungsplan haben wir bestimmte Tests vor Augen, die wir da machen müssen und dann sind das verschiedenste Tests, die auch mal, ich sag mal, den Kunden von der Arbeit abhalten, von seinem Tagesgeschäft, wo wir mehrere Tage Tests durchführen, die wir für unseren Validierungsplan brauchen. Und deswegen haben wir mittlerweile eine sehr angestammte Mannschaft an Testbetrieben, wo wir wissen, wo wir hingehen können.
Aber ist ja dann trotzdem auch sehr wetterabhängig, ne? Also ihr müsst da ja auch ein bisschen flexibel sein. Das größte Risiko, und es ist immer ganz projektabhängig. Was muss ich machen? Muss ich eine Steinsicherung beispielsweise testen am Flug? Bin ich vielleicht eher in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo in Frankreich? Hm. Oder muss ich eine Drillmaschine testen mit ganz anderen Bedingungen, die wir haben? Ist nicht immer gleich derselbe Testkunde. Deswegen haben wir immer andere, sind aber nichtsdestotrotz immer auf der Suche nach neuen und guten Testbetrieben. Und wie ist das Zeitfenster so? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben ja schon auch mal hier im Podcast drüber gesprochen, wie lange es dauern kann, bis so eine Maschine überhaupt mal entwickelt ist. Kannst du das ungefähr eingrenzen, wie lange so ein Test dauert, oder kommt das ganz drauf an? Also das kommt natürlich völlig auf das Projekt an. Ob ich jetzt eine ganz neue Drillmaschine mache, wie zum Beispiel die Solitär DT, das war mit sehr, sehr vielen neuen Komponenten, oder ist eine Überarbeitung von einem Gerät. Mhm. Wir haben immer so einen ganz groben Daumen, ist immer 4 Jahre braucht so eine Laufzeit schon, bis so ein Projekt durch ist, von der ersten Idee, bis wir irgendwo in der Nullserie sind. Mhm. Aber wie gesagt, das kommt auch einfach drauf an. Und wir haben natürlich immer die Herausforderung zu sagen, wir müssen ja mehrere Jahre im Schnitt sehen. Also wenn ich jemandem erzähle, der vielleicht... Ein Jahr ist kein Jahr, ne? Ganz genau. Und der Landwirtschaft vielleicht nicht so ganz zugetan ist oder nicht ganz im Thema ist, die sagen mir, das ist ja ganz einfach. Dann mietest du irgendwo einen Acker und dann fährst du den Acker, hast du ja immer die gleichen Bedingungen. Fährst du halt in diesem Jahr und im nächsten Jahr komplett ab und dann weißt du, wie es geht. Bevor ich ihm halt erklärt habe, dass die Feuchtigkeit bei dem Boden und wie das Bornvolumen sich verändert mit Regen und Überfahrten und solchen Sachen, dass das einen völlig anderen Einfluss auf die Arbeitsqualität und auch die Beanspruchung der Maschine hat, das muss ich schon mal länger erklären, aber die Leute verstehen das dann. Mhm. Und das kann man ja auch in die letzten Jahre mal zurückrechnen. Wir hatten ja viele trockene Jahre dazwischen. So, und wenn ich dann ein Gerät immer in den trockenen Jahren teste, funktioniert es wunderbar und dann kommt vielleicht mal ein Jasses und dann funktioniert es vielleicht nicht so gut. Ist auch an der Tagesordnung. Deswegen sind Projekte über mehrere Jahre immer zu sehen. Also das ist definitiv so. Ja, und selbst dann kann es ja immer noch mal, man kann ja auch wirklich nicht alle Bedingungen, wir hatten das Thema ja auch schon mal hier im Podcast, ne, die Böden der Welt sind so unterschiedlich. Ne, man hat dann jetzt zum Beispiel in Südafrika diese roten Erden, sage ich mal, die ziemlich aggressiv sind. Man kann viel testen, aber man kann halt auch nicht alles abtesten. Ne? Oder wie versucht ihr das zu minimieren, dieses Problem dann, Tobias? Genau, also alles abtesten kann man leider nicht, also gerade aufgrund der Wetterbedingungen, weil die ja jedes Jahr unterschiedlich sind und weil ich gar nicht weiß, wo ich da auskomme. Wir versuchen natürlich den Großteil mitzunehmen, aber es bleibt immer ein gewisses Restrisiko bei einem neuen Projekt. Das bleibt es natürlich möglichst gering zu halten. Das ist das Ziel von allem. Also alles in allem, ich finde immer noch, dass das, weil ich habe ja relativ oft mit eurer Abteilung zu tun, weil wir ja auch dann, wenn wir neue Produkte haben, dann ja meistens die irgendwie bei euch zu sehen kriegen oder so als erstes. Und ich finde immer noch, dass das ein sehr spannender Bereich ist von Lemken, weil er halt auch sehr praxisnah ist und die Leute sind viel unterwegs, sehen viel und haben halt immer die neuesten Maschinen dann zu testen. Das finde ich ist echt schon sehr spannend immer. Das ist auf jeden Fall so. Das ist immer sehr interessant, gerade wenn wir viele Studierende beschäftigen. Also wir haben im Jahr 2 bis 3 davon. Wenn ich denen auch immer den Bereich erklären muss und auch was sie für Aufgaben haben, erkläre ich das immer so. Ja, das Testen ist auch viel, ist auch so, aber wir haben das immer so gedrittelt. Also ein Drittel ist Vorbereitung, die Maschine vorbereiten, die Validierungspläne vorbereiten, die Testbetriebe aussuchen, das organisieren, wie kommen die Geräte dahin, welche Schlepper kommen davor, welche Fahrer fahren mit den Geräten. Dann ist ein Drittel wirklich die Durchführung, wo ich wirklich mit den Geräten draußen bin, auf dem Acker. Und ein Drittel ist danach die Dokumentation. Also was ist gelaufen, welche Tests haben wir gemacht, welche Ergebnisse sind dabei rausgekommen, wie bewerten wir die Ergebnisse, was müssen wir vielleicht noch ändern. Also es ist immer so ein Drittel Vorbereitung, ein Drittel Durchführung, ein Drittel Nachbereitung. Wie geheim ist denn das Ganze? Also im Sinne von, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn das nur in Anführungszeichen eine Überarbeitung von einem schon bestehenden Gerät ist, dann wird man das ja auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so sehen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr habt die Solitär DT dann getestet, die war ja wirklich komplett neu, die gab es ja so auch noch nicht und die hat man noch nicht gesehen. Guckt ihr dann schon auch, dass ihr da irgendwo JWD unterwegs seid, dass es möglichst keiner sieht? Oder spielt das auch eine Rolle? Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es kommt da auch aufs Projekt an. Da kann ich vielleicht ganz spannend nochmal unser VTE-Projekt nennen, was ja wirklich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte, was ja eine Prämisse war. Da war es natürlich schon sehr spannend. Also erstens ein Gerät zu haben, was ja alleine fährt und keine Kabine hat, das fällt ja schon mal auf. Deswegen hatten die ersten Geräte auch einfach eine Kabine. Das war schon ein Thema. Und dann muss man natürlich hingehen, ja, wo werde ich nicht gesehen und wo kann ich wirklich mal testen,
ohne dass direkt Leute mit dem Fotoapparat dastehen. Mhm. Das war da schon sehr spannend. Bei anderen Themen, die wir heute haben, auch bei der Solitär DT, treiben wir da keinen Riesenaufwand. Also man muss, da sehen wir den Testcharakter im Vordergrund. Der Testbetrieb muss passen, muss vielleicht nicht jetzt direkt in Stadtnähe sein, wo jede Menge Leute automatisch dran vorbeikommen. Da achten wir ein bisschen drauf, aber da steht in der Regel das Projekt vorne. Also lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man hier in Alpen im Büro sitzt, da sieht man ja auch ab und zu mal eine Maschine vorbeifahren, die oft, wenn man sich jetzt genau damit beschäftigt, noch nicht so, wo man eindeutig sieht, dass das was zum Testen ist sozusagen. Also das genau. Kann hier in der Region durchaus schon mal vorkommen, weil ja die ersten Sachen ja auch häufig hier um den Kirchturm ausprobiert werden. Du hast ja schon selber gesagt. Mhm. Aber tatsächlich hört man relativ wenig davon, dass es irgendwo mal rumgeschickt wird, wie man das schon mal so hat, oder in der Profi dann dieses Foto hier ehrenkönig gesichtet oder so. Ich weiß nicht, da haben wir noch relativ wenig tatsächlich zu sehen gekriegt von uns, oder? Das ist so. Wir haben natürlich einen ganz großen Vorteil. Wir haben einen circa 5 Hektar großen Hacker direkt im Anschluss an unser Entwicklungswerk, wo wir dann von unserer Fläche direkt drauf fahren können. Das ist schon wirklich von Vorteil, wenn man wirklich die ersten Tests und Gehversuche mal macht. Da kommt auch keiner hin, das ist relativ versteckt und kommt man von außen auch so nicht dran. Das hat da schon Vorteil. Ja, das, da gebe ich dir recht, das ist so, ja. Genau, und andere Dinge, wenn ich zum Beispiel einen neuen Flug mache, ja, ich sag mal von 300 Meter Entfernung, wenn ich kein Profi bin, ja, sieht ja. Er jetzt vielleicht auch nicht jetzt so dermaßen unterschiedlich aus, als ich es auf den ersten Blick erkenne. Aber Tobias, vielleicht nochmal vom Thema weg. Du bist ja auch so bei Lemken kein unbeschriebenes Blatt. Du hast ja gesagt, du bist im Kundendienst angefangen und da hast ja auch, glaube ich, ziemlich international, hast du da ja schon Luft geschnuppert, oder? Wie war das bei dir so im Kundendienst, zu deinen Kundendienstzeiten? Kann ich auf jeden Fall auch gleich nochmal was zu sagen. Ich wollte vielleicht nochmal abschließend sagen, mit der Vorstellung unserer Abteilung Validierung. Wir haben noch eine kleine Gruppe vergessen, ist aber eine ganz wichtige. Das ist die Bauteilorganisation, so nennen die sich. Das sind heute 3 Leute und die sorgen nämlich dafür, dass wir unsere Funktionsmuster und Prototypen aufbauen können. Weil das ist nämlich manchmal auch gar nicht so einfach, weil es ja in der Regel auch viele neue Teile sind, die wir bei Lemken so ja serienmäßig gar nicht fertigen. Und die müssen wir trotzdem haben, um die Geräte aufzubauen. Und deswegen sind da mittlerweile auch 3 Leute, die sich da ausschließlich drum kümmern, dass wir denn eben diese Geräte auch wirklich aufbauen. Und das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass eure Abteilung immer weiter gewachsen ist, sage ich mal. Ne? Die 3 Leute sind ja auch noch nicht so lange zuständig. Aber das, genau, wir sind heute sind wir tatsächlich 37 Leute in der Abteilung. Als ich 2016 angefangen habe, und das war auch die Gründung der Validierung, da waren wir gerade 22. Da sieht man auch mal, wie sich das ändert. Und bei der Anzahl der Projekte, die wir heute haben, ist das auch notwendig. Ja, auch da vielleicht nochmal, Tobias hat das schon erwähnt, ne? Da sind auch immer eine Menge Studierende dabei, Praktikanten, Leute, die ihre Abschlussarbeiten schreiben. Also das ist auch vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn da Leute sind, die auch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln wollen, ein bisschen an den Maschinen arbeiten wollen, ein bisschen mit den Maschinen arbeiten wollen, vielleicht auch mal, ihr macht ja auch dann Versuche tatsächlich mit den Maschinen, wo verschiedene Sachen untersucht werden als für Abschlussarbeiten von Studierenden. Da kann man gerne eine Bewerbung schreiben und die Stelle ist auch ausgeschrieben. Genau. Die Stelle ist ausgeschrieben, ständig auf der Homepage. Nehmen wir gerne Bewerbung und wir suchen immer Leute, die dafür sehr interessiert sind und wir haben auch immer großes Glück. Also es gibt doch tatsächlich noch viele, die sich dafür interessieren und bisher haben wir noch nie eine Stelle unbesetzt gehabt. Klingt zumindest auch super spannend. Genau, in dem Bereich der Maschinenbetreuung. Mhm. Ich habe nämlich noch einen Bereich vergessen, fällt mir gerade ein. Der befindet sich auch in der Absicherungsplanung, aber das ist die ganze Geschichte der Softwarevalidierung. Und zwar, wir machen ja auch eine Menge Software heute selber. Das kommt ja aus der Systemtechnik. Das heißt, wir programmieren dort die ganze Software, die wir für unsere Geräte brauchen. Und wenn ich zum Beispiel an eine Drillmaschine denke, ist das schon ganz schön umfangreich. Und da gibt es einen Bereich in der Absicherungsplanung, die sich ausschließlich mit der Softwarevalidierung beschäftigt. Es sind heute auch 2 Leute, die überprüfen die Software auf Plausibilität und auf Funktionssicherheit. Und das ist auch ganz, ganz wichtig geworden mittlerweile. Und ein wichtiger Teil der Absicherungsplanung. Ja, tatsächlich, da gebe ich dir recht. Also die Software ist ja auch dann heutzutage bei vielen Geräten immer komplexer geworden, wenn man jetzt mal vergleicht, früher so eine Saphir 7, jetzt die Software vergleicht mit einer Solitär DT, ist natürlich schon einiges dazugekommen. Glücklicherweise genau. Auch, weil es auch die Bedienung erleichtert und vieles einfacher macht, aber trotzdem muss ja alles auch getestet werden.
Genau, das auf jeden Fall. Und auch das Zusammenspiel mit Isobus. Ich sag mal, der Isobus ist auch, ja, den gibt's ja schon lange. Ich kenne den seit Anfang an. Aber so richtig funktionssicher ist er jetzt vielleicht 8 bis 10 Jahre, wo man sagt, dass das funktioniert auch tatsächlich. Aber mit allen Vor- und Nachteilen, die man dann zusammenhängt oder hat, man muss trotzdem die Schleppertypen noch einzeln abtesten. Gerade wenn ich in Richtung CCI denke oder den ganzen Geschichten, die es gibt, wie Section Control, Variable Rate Control und solche Sachen. Mhm. Das müssen wir auch mit abtesten. Und das ist vielfach Software, die man dann einfach testen muss. So, Tobias, bist du jetzt wirklich sicher, dass du alle Abteilungen von dir aufgezählt hast? Ich hoffe. Vielleicht fällt mir jetzt gleich noch was ein. Wenn sich jemand vergessen fühlt, dann kann er sich gerne bei Tobias seinen Nachgang melden. Ich kann sagen, Beschwerde können eingereicht werden. Ja, Tobias, jetzt kannst du ja nochmal, du hast es ja gerade erwähnt am Anfang, du bist dann von der Uni gekommen und dann bei Lemken eingestiegen im Bereich Kundendienst. Und damals war ja tatsächlich, der Kundendienst lief ja dann noch unter Bereich Entwicklung, oder wie war das? Ja, richtig, genau, der war Bereich Entwicklung, genau wie das Marketing übrigens auch. Daran sieht man, dass wir da relativ klein waren. Und das war auch das Spannende. Also es war ein Mix im Kundendienst, wo ich da begonnen habe. Der wirklich vom Kundendienst über Veranstaltungen gingen, wie Feldvorführungen, aber auch Trainings haben wir gemacht. Also das Agro-Training gab es ja damals auch nicht. Das haben wir auch die Trainings durchgeführt. Alles natürlich im kleineren Maße, aber es war ein sehr, sehr spannender Mix. Und da tatsächlich warst du ja auch international unterwegs bei irgendwelchen größeren Feldtagen oder Ersteinsätzen von Maschinenprojekten oder so. Vielleicht hast du da nochmal eine Anekdote zu erzählen, Tobias, wo du mal... Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich auch durfte ich viel erleben und auch viel durch die Welt reisen. Also ich war dann auch, das war etwas gemischt, auch Trainings und Vorführungen hat man dann auch nochmal zusammengelegt. Da war ich, jetzt muss ich mal überlegen, in ganz vielen Ländern, also angefangen von in Europa natürlich überall, Frankreich waren wir ganz viel, in Polen, in Ungarn, in Rumänien, bis hin zu den größeren Exportmärkten auch. Also USA waren wir, in Australien, in Japan, in Russland viel. Also da durfte ich schon einige sehen. Chile fällt mir auch noch ein. Das war schon sehr, sehr interessant. Ja, das hört sich, also wenn ich da immer so höre aus Erzählungen, dann war das auf jeden Fall, da war noch alles, wie du schon gesagt hast, auf einem kurzen Dienstweg. Ne? Dann wurde der Kundendienstler mal zum Feldtag hingeschickt für... Ich weiß gar nicht, war das irgendwie für 3 Wochen hattet ihr doch da mal mit Klaas so ein Event, genau. Wo ja auch heutzutage noch gute Kontakte durch vorhanden sind, sozusagen. Auf jeden Fall. Solche Geschichten. Ne? Ja. Das ist, ja, es war halt viel kleiner und ich denke mal ganz völlig normal für eine Firma, wie sie in der damaligen Größe war. Aber es hat es auch ausgemacht. Es war natürlich sehr, sehr interessant und abwechslungsreich. Man war zwar nicht viel zu Hause, aber man hat ganz, ganz viel gesehen von der Welt. Ja, das ist viel richtig, ja. Und tatsächlich vielleicht nochmal eine Geschichte, die hast du ja gemacht, als du schon in der Validierung warst. Vielleicht kennt ja den einen oder anderen könnte vielleicht Tobias sogar kennen aus dem Internet. Und tatsächlich, du kannst ja mal die Geschichte erzählen, wie du bei Land Rover in die Online-Werbung gekommen bist. Ja, das wie viele Dinge in der Landtechnik wieder ein ganz witziger Zufall, würde ich mal behaupten. Es ging um einen Arbeitskollegen, der Kontakt zur Marketingabteilung von Land Rover hatte. Und die hatten irgendwo im Kopf, es gab ja vor, ich sag mal, ja schon fast 15 bis 20 Jahre her, gab es mal ein Bild von einem Allrad-getriebenen Fahrzeug, wo so ein Einscharflug dahinter gebunden war. Der dann das Feld gepflügt hat. Und da wollten die irgendwo drauf aufsetzen und haben dann gesagt, ja, man müsste doch mal unseren Land Rover, müsste man doch mal mit einem Anbauflug bestücken und das ähnlich wiederholen, aber natürlich muss der Flug größer sein. Und dann hat man das erste Mal so mit Land Rover gesprochen, aber es stellte sich relativ schnell heraus, dass so ein Anbauflug wirklich an so einen Land Rover zu bringen einen irren Aufwand bedeutete. Also ich brauche eine 3-Punkt-Schnittstelle irgendwo, ich brauche Hydraulik und die ganze Karosserie, das ist eine selbsttragende Karosserie, das ist gar nicht drauf ausgelegt, das funktioniert nicht. Ja, und dann haben die uns gefragt, was könnte man denn sonst so machen? Und dann habe ich gesagt, ein gezogenes Gerät könnte man sich vorstellen. Eine Scheibenegge, wenn ich flach fahre,
würde auch gehen. Ja, und dann waren wir da ganz schnell beim Heliodor, 4 Meter aufgesattelt, ist ja das kleinste Gerät, was wir hatten. Und ja, dann gingen die ersten Überlegungen los, kann das überhaupt passen? Dann haben wir mal ein bisschen gerechnet und gesagt, theoretisch könnte das funktionieren. Haben uns dann so ein 4-Meter-Gerät aus dem Marketing-Vorführbestand mal geangelt und haben es erstmal nur hinters Auto gehängt. Also haben eine Anhängerkupplung gebastelt von der normalen K50 Standard-Auto-Anhängerkupplung, so ein Adapter auf unseren Heliodor und sind erstmal gefahren. Und haben gemerkt, das geht. Wir konnten natürlich noch nicht ausheben, nicht lenken, nicht um die Kurve fahren. Das ging gar nicht. Ja, und dann haben wir da ein bisschen mehr dran rumgewerkelt und haben eine kleine Dolly-Achse dafür konzipiert aus einfachsten Werkstattmitteln, sodass wir das wirklich an die Anhängerkupplung des Fahrzeugs anhängen konnten. Die Stützlast von Heliodor aber tatsächlich auf dieser Dolly-Achse lag. Haben noch ein 12-Volt-Hydraulikaggregat da drauf gebastelt und konnten dann tatsächlich damit auch ackern. Also das hat geklappt, war kein Fake, es hat wirklich funktioniert. Muss ich mir mal angucken. Ich werde den Link dann bei Veröffentlichung, schicke ich mal den Link. Bitte, ja. Häng ich mal an. Ja, das war schon das ganz wichtig. Und da habe ich auch Spaß dran, gebe ich auch offen zu an sowas. Da muss ich auch sagen, für solche Geschichten ist Tobias immer zu haben, wenn man mal macht. Gut zu wissen. Ja, aber ich habe das ja auch gesehen in echt, das sah schon wild aus mit dieser Dolly-Achse hinterm Land Rover. Und da hatten wir ja auch bei den Pressetagen dann, die wir dann in dem gleichen Jahr hatten, hatten wir das ja auch noch als quasi da zur Show so stehen. Das hat auch für sehr viele Diskussionen gesorgt. Ja, viele haben mich ja gefragt, tatsächlich, ist es fake gewesen, habe das zusammengeschnitten, aber nein, das hat wirklich funktioniert. Ja, das war auf jeden Fall eine gute, das ist ja auch alles dann ziemlich schnell und zügig umgesetzt worden, glaube ich. Ja, genau, das war von der Idee bis zur Fertigstellung waren es nur ein paar Wochen, das ist so. Aber das sind ja häufig die besten Geschichten. Das ist richtig, genau. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwelche Geschichten, die du berichten kannst von zum Beispiel, ich sag mal, irgendwas, was dann, irgendwelchen Katastrophen, die passiert sind, irgendwas, was gar nicht geklappt hat, oder ist das bei euch immer schon so weit, dass das, dass das eigentlich nur noch der Feinschliff ist? Ja, wir versuchen das natürlich immer so weit wie möglich vorzubereiten, aber du hast ja gerade mal schon mal eingangs gesagt, das Wetter ist unser größter Gegner und der beste Freund. Also das liegt immer dran. Das ist wirklich die größte Herausforderung. Mhm. Aber dass dann Maschinen gar nicht eingesetzt werden können aufgrund der Witterung, da sorgen wir natürlich schon vor, dass wir in Gebiete kommen, wo wir eine große Sicherheit haben. Weil wenn wir wirklich ein Jahr verlieren würden, weil wir gar nicht fahren würden, das können wir uns nicht leisten heute. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen kann es auch passieren, dass wir Geräte spontan dann nochmal umsetzen, weil wir einfach merken, da sind die Wetterbedingungen anders als woanders. Dann machen wir es auch. Gerade im letzten Jahr, kann ich vielleicht nochmal erzählen, war auch sehr interessant. Da hatten wir einen guten Betrieb, der auch zweimal eine Stoppelbearbeitung zum Beispiel mit einer Scheibenegge macht. Erste logischerweise direkt hinterm Drescher her und die zweite dann, wenn das Auswahlgetreide aufgelaufen ist. Ja, aber es war so trocken, es ist kein Auswahlgetreide aufgelaufen und deswegen gab es auch keine zweite Bearbeitung. Und dann mussten wir das Gerät spontan dann umsetzen, damit wir dann in einer anderen Region weiterfahren konnten und die Erfahrung mit dem Gerät sammeln konnten. Mhm. Ja, die Erfahrung habt, glaube ich, nicht nur ihr letztes Jahr gemacht mit dem nicht aufgelaufenen Auswahlgetreide. Da kann ich ja auch ein Lied von singen. Aber wir sind ja gerade, vielleicht an der Stelle ganz kurzer Exkurs, wir sind ja unser Saatgut gerade am Bereinigen, weil es quasi bei uns schon fast auf die Ernte zugeht, die Wintergerste ist soweit. Ich schätze mal, in 2 Wochen könnte vielleicht die erste Sorte fallen. Und wir haben, ich glaube, obwohl es so trocken war und ich auch wirklich Bammel hatte und wir auch diesen Hagelschaden und alles hatten, ich habe wirklich gedacht, dass wir uns mit Fremdbesatz Weizen aus der Gerste dieses Jahr zu Tode rupfen. Aber wir haben ja auch die Scheibenegge von euch, die Rubin 10. Und also es kann nur daran liegen, ich habe noch nie so wenig Weizen aus einem Bestand rausrupfen. Das will ich an der Stelle einfach mal sagen. Der Papa ist auch so begeistert davon und hat auch gesagt, das hat einfach richtig gut funktioniert damit. Wir sind halt auch direkt nach dem Mähdrescher los, ne? Und dann war halt lange, also wir fahren normal auch, je nachdem, wie die Witterungen sind, sogar eher mehr wie 2-mal tatsächlich dann drüber. Also quasi immer, wenn es aufläuft, wieder drüber, um so viel wie möglich zum Auflaufen zu bringen. Und letztes Jahr hatten wir das Problem ja auch, nach der Ernte direkt drüber gefahren. Und dann kam ja lange, lange kein Regen. Und als der erste Regen kam, auch direkt wieder drüber gefahren. Und wie gesagt, ich hatte noch nie so wenig Weizen im Gerstenbestand. Also top. Ja, die Rubin 10, die hat da, also hört man ja auch immer wieder, Tobias, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon öfters gehört in der Validierung, die leistet halt immer sehr gute Arbeiten aufgrund der
aufgrund des guten Bodeneingriffes und arbeitet ihr halt auch bei trockenen Bedingungen, wenn die Bedingungen halt wirklich extrem sind. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die ihr abtestet natürlich, Tobias. Ne? Auf jeden Fall, da sind die Belastungen zum ersten sehr groß, also deswegen müssen wir es auch abtesten. Wenn natürlich die versuchen, die Scheiben in so einen harten Boden einzudringen, das ist definitiv so. Und zweitens, wir kommen noch in den Boden, wenn denn wirklich diese trockenen Bedingungen vorherrschen. Das ist so. Wobei der zweite Arbeitsgang dann in dem Fall ausgefallen ist. Aber letztes Jahr war wirklich ein sehr herausforderndes, muss man tatsächlich sagen. Ja, mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Das würde mich auch interessieren. Wie viele Projekte oder konzentriert ihr euch da eher auf eins oder wie viele Projekte laufen da so nebenbei? Das ist schon sehr interessant. Ich habe mal eine Präsentation gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, für die Geräte, die wir im Frühjahr einsetzen. Mhm. Und dann habe ich die zusammengeschrieben, war ja kein Projekt, was mich jetzt überrascht hat. Und dann habe ich mal eine Zeichnung gemacht, wo alle Geräte auf einer Seite darzustellen oder einfach habe ich versucht, alle Geräte auf einer Seite darzustellen. Und ich kam bei 42 Geräten aus, die wir betreuen mussten. Boah. Also das war schon auch ein Rekord für dieses Jahr. Mhm. Wird ja auch nicht weniger, ne? Da kommt ja immer was dazu, neue Ideen, die überprüft werden müssen oder getestet werden müssen, alte Sachen, die verbessert werden wollen. Genau. Wobei da muss man sagen, was heute auch anders geworden ist, wir wissen ja ziemlich genau, welche Projekte wann kommen. Ja. Da ist aufgrund des Projektmanagements wissen wir da heute tatsächlich ziemlich genau, wann wir welchen Prototyp zum Beispiel aufbauen und wo wir den testen können und das schon für die nächsten 2 Jahre, sodass wir jetzt nicht überrascht werden und sagen, wir müssen jetzt 3 Prototypen in den nächsten 3 Wochen aufbauen. Das würde auch gar nicht funktionieren. Also wir brauchen eine relativ lange Zeit, um die Teile alle da zu haben, das aufzubauen. Da brauchen wir schon eine Vorlaufzeit, aber wir haben ja so eine sogenannte Roadmap, wo heute drin steht, wann welche Geräte kommen. Und das hilft schon sehr weit. Hast du ein Lieblingsgerät, also was dich persönlich am meisten beschäftigt und am meisten Spaß macht? Ich habe in der Kundendienstzeit am meisten mit Drillmaschinen zu tun gehabt. Da hängt mein Herz natürlich immer noch dran. Aber auch alles andere ist natürlich immer spannend. Aber die Drilltechnik ist schon so mein Steckenpferd. Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen, Tobias. Ja, das ist cool. Carina, hast du denn noch Fragen zum Thema Validierung? Oder ist dir jetzt soweit überhaupt klar geworden, was jetzt die Validierung oder was ein Leiter der Validierung alles machen muss? Also das ist mir auf jeden Fall jetzt klar geworden, ja. Jetzt weiß ich, was es ist. Ja, dann habe ich noch eine wichtige Frage, Carina. Und zwar an dich, Tobias, weil wir wurden nochmal darauf hingewiesen, wir hatten jetzt mehrere Gäste und wir haben dann immer meistens, habe ich am Anfang immer was gefragt und ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Tobias, wenn du jetzt grillen würdest, was würdest du denn grillen? Dann lieber ein Würstchen oder ein Kotelett, sage ich jetzt. Ja, ich bin tatsächlich eher der Würstchenesser. Ja. Und was gibt's dazu? Bier oder Wein? Bier gibt's dazu. Sehr gut. Wobei jetzt bei den Temperaturen ist das ja auch nicht so angenehm zu grillen, glaube ich. Heute geht's aber gerade, muss ich tatsächlich sagen. Heute fand ich schon angenehmer als die letzten Tage, zumindest morgens. Wobei, ich weiß gar nicht, hatten wir heute Morgen über 20 Grad. Ich habe das gar nicht. Nee, unter. Also ich hatte, als ich hingefahren bin, ich weiß nicht, ich bin nach 6 oder so, hatten wir 15,5. Das ist fast kalt. Es ist angenehm. Aber Regen ist ja nach wie vor nicht in Sicht. Also von daher. Nee, bei uns auch nicht. Aber es macht auch schon wieder ein bisschen Angst, wo ich denke, dann, wenn er dann kommt, ne, dann kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche Unwetter, die braucht dann auch kein Mensch. Das ist so, ja. Also, ja. Das ist doch ein guter Hinweis, das Regen ist nicht in Sicht. Habt ihr denn im Moment noch Geräte draußen in der Praxis am Laufen oder wie sieht es im Moment aus? Ist ein bisschen, also ich sag mal, Stoppbearbeitung ist ja jetzt erst wahrscheinlich nicht so aktuell oder habt ihr schon Regionen irgendwo in Europa, wo schon was geerntet wurde, wo ihr schon fahren könnt oder so? Oder? Die Ernte noch nicht, aber wenn wir Richtung Ungarn und Rumänien gucken, die fangen in der Regel jetzt so Mitte Juni an, wobei die das tatsächlich relativ nass hatten, also im Frühjahr ähnlich wie bei uns, aber jetzt auch in den letzten 4 Wochen, wo wir es ja trocken hatten, haben die auch noch Nässe gehabt, sodass die da etwas später anfangen. Also da kann schon mal sein, dass um 10. Juni rum angefangen wird, Gerste zu dreschen. Das verzögert sich jetzt vielleicht um eine Woche, aber ich denke, ab nächster Woche sind die da dran. Und dann seid ihr auch übernächste Woche da dran. Genau, so in der Richtung, die Planung steht. Also da werden wir auf jeden Fall auch loslegen. Was aber im Moment wirklich tatsächlich noch im normalen Einsatz ist, ist die ganze Hacktechnik. Ja, stimmt, ja. Die haben wir jetzt, da ist gerade Hochsaison. Also da hat sich auch verzögert in diesem Frühjahr, natürlich aufgrund der späteren Aussaat, gerade beim Mais, den man so hatte, aber auch Sonnenblumen, Soja und Erbsen. Sodass wir da auch später gestartet sind, aber da sind wir jetzt in der Hauptsaison und da sind wir auch viel unterwegs, um da Erfahrung zu sammeln. Ja, stimmt, da hatte ich gar nicht mehr so
tatsächlich auf dem Schirm, ja. Das ist ja auch neu für uns. Gut, ich sag mal, Stickety ist ja jetzt seit 5 Jahren schon dabei. Aber, schon? Ja, 2018 tatsächlich. Krass. Genau. Haben wir am wenigsten wieder, wie das ja normal ist, haben wir am Anfang nicht so viel damit zu tun gehabt, aber jetzt im Laufe der Zeit immer mehr und mehr. Wir haben da auch jetzt eigene Versuchsingenieure und Versuch- und Testmitarbeiter, die sich damit beschäftigen. Und da kann man auch eine Menge lernen, muss man sagen. Habe ich auch eine Menge gelernt. Ich war auch viele unterwegs, da waren tatsächlich die Biobauern, die mir am meisten gezeigt haben, wo ich wirklich überrascht war, was da für ein Wissen vorherrscht. Aber das habe ich ja, glaube ich, habe ich das hier schon im Podcast gesagt, das ist ja auch wirklich, was auch viele tatsächlich Vertriebler sagen oder wenn man auf Messen mit den Leuten spricht, das sind Leute, die sich ja wirklich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen und die einem auch viel erklären können, weil sie halt, weil so eine Hacke ist ja sehr, sehr variabel zu konfigurieren. Und die wissen eigentlich schon sehr, sehr genau, was sie auch für ihre Bedingungen und ihre Kulturen brauchen. Hast du ja, wie du gerade gesagt, Tobias, ne? Die wissen schon ganz genau, was sie brauchen und was die Anforderungen sind. Und weil es halt so flexibel ist und in jeder Region, in jeder Kultur, für jeden Betrieb im Einzelnen angepasst ist eigentlich, ne? Genau, und man merkt einfach, die Landwirte, die setzen sich viel mehr mit dem Boden auseinander. Ja. Die kennen ihren Boden besser, einfach aufgrund der Anforderungen, dass sie keine chemischen Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, haben die ein besseres Verständnis dafür. Und da muss ich nochmal wiederholen, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ja, die Erfahrungswerte sind ja nie zu verkennen, das sage ich ja auch immer. Die Technik, das ist alles gut und schön, aber die Erfahrungswerte von Opa, der seit 50 Jahren auf dem Acker wirtschaftet, die sind absolut Gold wert auch. Ja, das ist wirklich auch ein sehr spannendes Thema, Hacktechnik. Und wird ja auch immer wichtiger tatsächlich bei uns. Ja, also die Bioschiene sowieso, aber auch bei konventionellen merken wir es zunehmend, dass wir auch viele konventionelle dabei haben, die Vorteile der Hacktechnik nutzen. Also für Untersaaten zum Beispiel oder also die Bodenlockerung zur Mineralisierung und solche Sachen. Haben wir auch einige Betriebe, die konventionell wirtschaften, die aber Hacktechnik für uns testen. Wobei das ja auch wieder, das ist eigentlich mal ein sehr schwieriges Thema ist, was ich auch im Marketing immer wieder feststellen muss. Hacktechnik ist halt sehr, sehr zeitkritisch. Ne? Das ist ja wirklich, du musst ja wirklich auf den Punkt genau dann da sein. Und wenn man darf nicht da zu, also dann, so wie früher bei den Feldspritzen, dann hat man halt gespritzt, da muss es ein bisschen trocken sein hinterher. Das sollte nicht zu warm sein, nicht zu kalt, kein Regen. Aber bei der Hacktechnik muss ja wirklich einen Tag vorher der Boden abtrocknen, dann muss man hacken, am besten bei Sonnenschein, dann muss es ungefähr 2 Tage nachher wieder trocken sein, damit das Unkraut auch wirklich vertrocknet. Das ist ja schon sehr, sehr spannend, das ganze Thema, ne? Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich auch alle. Ja, und wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe, muss man ja auch mal sagen, dann ist es zu spät, dann kann die Ernte auch dahin sein. Ja, das ist schon deswegen. Also ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Du hast ja eingangs gesagt, dass du aus der Landwirtschaft kommst und dass ihr das hobbymäßig noch macht. Verrätst du uns noch, was macht ihr? Habt ihr einen kleinen Ackerbaubetrieb noch oder habt ihr von der Familie her einen Betrieb gehabt oder wie? Genau, von der Familie kommt, ist ein kleiner Ackerbaubetrieb. Wir haben 10 Hektar in Bewirtschaftung, schön. Was man gut nebenher schaffen kann. Aber ich muss auch ab und zu nochmal auf dem Trecker sitzen. Das darf ich hier zwar auch, aber selten natürlich. Ich versuche so oft wie möglich, aber es ist halt nicht so oft. Und das kann ich dann zu Hause gut ausgleichen. Schön. Bisschen noch Praxis, Luft schnuppern, noch mehr. Du bist ja schon viel in der Praxis, nur nicht halt auf dem Trecker. Genau, richtig. Das ist schon so. Wie hat er nochmal, der Entwicklungsleiter hat mir mal gesagt, der Validierer muss eigentlich die meisten Kilometer machen während des Feldeinsatzes, weil man dann am besten sehen kann, wie die Maschine arbeitet, wenn man hinterherläuft. So ungefähr. Genau, das ist so. Ich meine, da haben wir mittlerweile natürlich auch technische Unterstützung. Wir arbeiten mit Drohnen, was man da machen kann, aber das Gefühl richtig zu vermitteln, ist natürlich per Kamera auch schwierig. Und da bleibt ein Hinterherlaufen nicht aus. Das muss auch passieren heute noch. Das ist schon so. Ja, Tobias, wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich schon mal recht herzlich für deine Zeit. War wieder sehr spannend zu hören. Also selbst für mich als Lemke-Mitarbeiter kriege ich immer noch was Neues mit tatsächlich, was ihr so macht. Und nochmal der Hinweis an alle Leute, die sich für ein Praktikum interessieren, gerne immer bewerben. Egal ob Bereich Agrarwissenschaften, Maschinenbau. Ich glaube, da seid ihr, glaube ich, flexibel. Ne? Da sind wir flexibel, genau. Da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen zu erzählen, was wir so machen, welche Leute wir haben, mit welchen Unis wir zusammenarbeiten oder technischen Hochschulen. Das ist wirklich bunt gemischt. Bei uns treten die Triesdorfer häufig in Erscheinung, weil die einfach eine gute Mischung haben aus Ackerbau und Technik. Wir haben auch die klassischen Technikstandorte, wie zum Beispiel Osnabrück oder auch die Kölner, wo wir Leute haben. Wir haben aber Leute von der Uni Hohenheim, die schon mal hier sind. Wir haben welche
jetzt ein paar Exoten und von der FH Kaiserslautern haben wir jetzt auch jemanden. Also es ist bunt gemischt, aber auch ganz normale Landwirtschaftsleute aus Soest, aus Kiel oder sonst woher. Da sind wir wirklich bunt aufgestellt. Ist das als Informatiker eigentlich auch ein Thema, wo du eben sagtest, von wegen Softwareentwicklung und so, oder geht das so tief dann nicht in die Materie? Ja, doch, das ist nämlich, also das ist ein Bereich, ist das ein guter Stichwort. In der Softwarevalidierung haben wir jetzt endlich einen Studenten gefunden, weil, ganz interessant, kommt natürlich über Beziehungen, die irgendwelche Leute bei Lemken kennen, die dann auf die Homepage aufmerksam geworden ist. Aber ganz viele Informatiker fragen, wie Landtechnik, da ist doch keine Software drin. Ja, da habe ich nichts zu suchen. Also sind sehr, sehr viele überrascht. Und da haben wir tatsächlich schon mal überlegt, an eine klassische Informatik-Hochschule mal zu gehen. Aber da muss man die Leute bewusst ansprechen. Aber jetzt haben wir glücklicherweise jemanden gefunden. Aber ich glaube, da in Zukunft müssen wir da noch mehr intensiver auf die Hochschulen zugehen. Weil es einfach nicht bekannt ist. Denke ich mir. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Carina, dir natürlich auch vielen Dank. Und ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dann freue ich mich doch, Tobias, dass du eine nette Zeit mit uns hattest. Ein bisschen gequatscht. Und dann, Carina, hast du wie immer das letzte Wort. Ja, ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken bei dir sowieso, Johannes, wie immer, und auch bei dir, Tobias, dass du dabei warst und uns den Einblick, den spannenden Einblick in deinen Job gegeben hast. Ja, und wünsche dir für die Zukunft natürlich weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei deiner Arbeit. Und allen Zuhörern, ja, auch vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.